Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es einen Bike-Check und zwar stelle ich euch das Santa Cruz Tallboy 4 vor. Meine Trail-Rakete, ich nenne es liebevoll auch das Skalpell. Warum? Dazu komme ich gleich. Wer neu auf diesem Kanal ist, gerne mal vorbeischauen. Ich habe viele Videos im Angebot und falls ihr altbewährt seid, aber noch nicht abonniert habt, freue ich mich natürlich über ein Abo. Warum nehme ich mir raus, ein Fahrrad einordnen oder bewerten zu können? Ich bin ehemaliger Rennfahrer, 12 Jahre Rennerfahrung, bin glaube ich 7 Jahre davon auch im Weltcup unterwegs gewesen und habe es mir jetzt zur Aufgabe gemacht, über YouTube-Videos euch ein bisschen Entertainment und Informationen zu liefern. Dementsprechend heute die Vorstellung meines Tallboys. Welche Teile sind verbaut? Für wen ist dieses Fahrrad geeignet? Was kann man damit alles machen? Wofür nutze ich dieses Fahrrad? Film ab! Für all diejenigen, die es noch nicht wissen, ich bin 1,86 groß, wiege ungefähr nacksch 74 Kilo und fahre den Rahmen in XL. Ich habe einen relativ langen Oberkörper. Das bedeutet, wenn ihr einen langen Oberkörper habt, geht generell eine Nummer größer, wenn ihr auf der Kippe seid. Wenn ihr lange Beine habt und einen verhältnismäßig normalen oder kurzen Oberkörper, dann geht eine Nummer kleiner. Ich bin eher ein Freund von langen Fahrrädern. XL, das Rad hat 490 mm Reach, passt mir perfekt. Das ist meine Größe. Ich kann euch nicht sagen, warum. Das Nomad hat 500, da muss ich einen kürzeren Vorbau fahren, damit es mir gut gefällt. 490, ich liebe es. Wenn man das Rad in Low fährt, so wie ich, glaube ich, ja, ich fahre es in Low. Wenn man das Bike in Low fährt, so wie ich, dann hat man eine kleine Reach-Verkürzerung von, ich glaube, nur 2 mm, dann ist man bei 488. Und was sich beim Rad noch geändert hat, zum Vorjahresmodell beim 22er Tallboy 4 ist es so, dass die Kettenstrebenlänge nicht mehr einstellbar ist. Die war vorher einstellbar von 430 auf 440 mit einem Flipchip und da hat man sich jetzt in der Mitte getroffen, ist bei 436. Ob ich das jetzt wirklich spüre, wäre eine vage Behauptung, aber ich glaube, es ist einfacher, weil man sich nicht mehr entscheiden muss. Man hat nicht dieses ewige Hin- und Herspiel und ich bin es immerhin kurz gefahren und damit war ich sehr gut unterwegs und jetzt fahre ich so, wie es kommt, in 436 und finde es auch mega. Also von daher, das passt soweit. Ich stehe sehr zentral im Rad. Für wen ist das Tallboy geeignet? Ich glaube, das Tallboy ist einfach, man muss sagen, es ist ein Trail, ein Tourenbike. Es hat 120 mm Federweg hinten. Es hat 140 mm bei mir jetzt vorne. Kommt normal mit 130. Und damit ist das Rad eigentlich von der Gewichtsklasse her hat so knapp bei mir jetzt mit dem Aufbau 15 Kilo. Ich würde es fast eher noch ein bisschen schwerer bauen bei den Reifen, da komme ich später nochmal zu. Aber es ist eigentlich eher ein Trail-Touren-Bike, das heißt, es bietet die Möglichkeit für einen Anfänger, der gerne Touren und ab und zu mal einen Trail fährt, ein souveräner Partner auch in schwierigen Situationen zu sein, weil es eine sehr, ich sag mal, abfahrtslastige Geometrie hat mit dem flachen Lenkwinkel. So dass man sich einfach sicher fühlt. Wenn man jetzt aber dann, ich sag mal, sich weiterentwickelt und irgendwie noch Steps nach oben machen möchte, dann bietet dieses Fahrrad, im Rahmen des Federwegsbereichs, weil es hat eben nur 120 hinten, doch die Möglichkeit, damit schöne Fortschritte zu machen. Für diejenigen, die sehr ambitioniert Fahrrad fahren und schon lange mit dabei sind, ist dieses Fahrrad eigentlich in meinen Augen wie eine Waffe. Ich bezeichne es liebevoll immer als Skalpell. Es ist wie ein Skalpell des Chirurgen, der ganz präzise Schnitte setzen muss. Wir haben wenig Federweg, aber eben eine abfahrtslastige Geometrie, womit wir sehr präzise fahren können. In der Kombination mit Klickpedalen, dass ich immer safe auf dem Rad bin, habe ich das Rad gefühlt immer da, wo ich es haben möchte. Also ich kann das mal eben das Hinterrad versetzen, über ein Steinfeld drüber lupfen, irgendwo abziehen. Der wenige Federweg ist so direkt, dass man natürlich viel Pop hat. Wenn man sich aus der Bodenwelle abdrückt, dann fliegt man ewig weit. Also für jemanden, der seine Hometrails kennt und jetzt nicht regelmäßig alpine Touren fährt, wo er mal eine Reserve braucht, dann ist dieses Fahrrad extrem geil. Aber auch wenn man so ein bisschen trailiger unterwegs ist, im alpinen Bereich, also alles, was nicht schnell und ruppig ist, sondern irgendwie definiertes Fahren, ist dieses Fahrrad eine Macht in meinen Augen. Wenn ihr versteht, was ich meine.
Ja, bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede, gehen wir mal zurück zu den Parts und warum ich was verbaut habe. Wir fangen an beim Cockpit. Ich habe den E13 Race Handlebar. Das ist der Carbonlenker. Der hat 20 mm Rise, eine Klemmung von 35 und einen, steht gar nicht drauf, doch, 5 Grad Upsweep und 9 Grad Backsweep. Weiß ich nicht auswendig, zum Glück steht's drauf. Aber was ich sagen kann ist, man spart 50 Gramm zum Alulenker. Der E13 Handlebar, ich glaube Plus heißt der, E13 Plus Handlebar, 50 Gramm. Und das war der Grund, warum ich Carbon verbaut habe. Ich habe mich überreden lassen, weil ich wollte ein leichtes Trailbike. Und der Wastel von E13 hat mir gesagt, hey, nimm Carbon, hält auch. Und bis jetzt keine Probleme. Ich fahre einen 50er Vorbau, den E13 Plus Stamp. Dann habe ich verbaut die MT7 vorne und hinten mit Carbonhebeln. Fühlen sich sehr gut an, sind sehr definiert und reichen für mich bremskrafttechnisch total aus. Kleines Detail noch zu den Bremsen. Habt ihr meine wunderschönen Weihnachtsmänner auf den Bremsen gesehen? Zu den Bremsen kann ich jetzt auch gleich noch mal kurz sagen, ich fahre eine 180er Scheibe vorne und hinten beim 4-Kolben MT7 Sattel und die Bremskraft reicht völlig aus. Ich war jetzt auf den Trails in Toskana unterwegs, habe auch gedacht, dass ich vielleicht vorne ein bisschen mehr brauchen würde, um mal hart von der Kurve runter zu bremsen, bevor es reingeht oder auch mal so ein bisschen rumzutrallen. Nein, 180 trotz 29 Zoll Laufräder reicht völlig aus und hat den Vorteil, hinter mir liegt Schnee, dass man einfach, dass die Bremsen schneller warm werden, auch wenn sie nass sind, schneller trocken werden. Und es ist dosierbarer. Also man hat viel Kraft, aber man kann sie sehr dosiert einsetzen. Finde ich mega. Vielleicht bleibe ich dabei. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Federgabel. Ich fahre eine Fox 34, ein schönes Exemplar, mit 140 mm und ich habe mit dem Carlo Dickmann von Fox lange überlegt, welche Gabel wir hier reinbauen. Weil man ja doch so ein bisschen zu diesem Overforking neigt und sagt, hey, ich möchte hinten, brauche ich nicht so viel, weil da reicht mir wenig Federweg, da brauche ich es schön, dass es nicht so wegsackt, viel Vortrieb und viel Pop. Und vorne hätte ich es aber gerne laufruhig, damit ich Kontrolle habe. Dann neigt man gerne dazu, da irgendwie eine fette 150er 36 Gabel reinzubauen, aber da geht so ein bisschen die Harmonie verloren und der Einsatzzweck des Fahrrads, weil man dann doch an Probleme kommt, weil man das Rad vielleicht in der falschen, auf einer falschen Situation falsch einsetzt und dann haut man sich hinten die Felge kaputt oder irgendwas anderes, weil es eben doch hinten nur 120 hat, obwohl es sich vorne anfühlt wie ein vollwertiger Freerider. Von daher ausbalanciert Fox 34, auch gewichtstechnisch keine 36 genommen. Steifigkeit reicht in meinen Augen völlig aus, ich merke es nicht. Ich fahre 84 PSI mit zwei Volume Spacern. Ob ich vielleicht einen dritten reinmache, ist noch nicht so richtig gesagt. Das genaue Setup mit den Klicks haue ich euch unten in die Beschreibung. Ich persönlich muss aber sagen, ich fahre tatsächlich jetzt hier nicht ganz so progressiv, also nur zwei Volume Spacer, habe aber dafür mehr Low-Speed-Druckstufe reingefahren und dadurch, weiß ich nicht, fühlt sich sehr potent an, trotz des wenigen Federwegs. Also derzeit eine ganz coole Kombination. Wenn ich beim Fahrweg bin, mache ich gleich weiter beim Dämpfer. Fox DPX 2 Dämpfer fahre ich mit 190 PSI. Und fahre relativ langsam in der Ausfedergeschwindigkeit, dass es nicht ganz so poppig wird und wenn es dann noch mal ein bisschen schneller wird, eben irgendwie das Gefühl von Ruhe vermittelt. Schwer zu beschreiben. Und ich habe den Standard-Volume-Spacer drin. Ich glaube, das ist der hellblaue. Nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber ich glaube, es ist der hellblaue. Weiter im Text mit den Laufrädern. Ich fahre die E13 TRS Race-Laufräder. Das sind leichte Trail-Laufräder. Ich finde die sehr potent für ihr Gewicht, 1720 Gramm, wenn ich nicht lüge. Ich fahre gerne leichte Laufräder, habe ich festgestellt. Das macht mir einfach viel Spaß, weil man das Rad schnell mal irgendwo hinbewegen kann. Und gerade bei den großen Laufrädern 29er merkt man es doch, wenn man ein leichteres Laufrad hat. Gleiches komme ich jetzt bei den Reifen dazu. Magic Mary Schwalbe vorne in 2,4 Breite, 29 Zoll mit Addix Softmischung und Super Trail Karkasse. Die ist ein bisschen leichter als die Super Gravity Karkasse. Um genau zu sein, sind es 130 Gramm pro Reifen, die man spart zur Super Gravity Variante. Und das sind dann im Prinzip 260 Gramm bewegte, ungefederte Masse, rotierende Masse, die man sich spart, was das Rad extrem agil macht. Allerdings merkt man es auch in der Dämpfung, gerade bei einem Rad mit wenig Federweg, wenn man da einen Reifen mit ein bisschen mehr Dämpfung fährt. Ich bin großer Super Gravity Verfechter und ich glaube, ich werde sie Richtung Frühling auch wieder draufziehen.
dann hat das Rad einfach noch mal ein bisschen mehr Bodenkontakt, rutscht weniger weg, mehr Dämpfung, man fühlt sich ein bisschen sicherer, Pannenschutz ist höher, aber man hat natürlich 260 Gramm mehr Gewicht. Hinten fahre ich einen Nobby Nick, den finde ich tatsächlich für meinen Einsatzzweck bin ich da immer ein bisschen am Limit, weil ich lasse es doch ganz gerne stehen. Die einen oder anderen, die meine Videos gucken, wissen das und da merke ich doch schon, dass der Nobby Nick für meine Fahrverhältnisse hinten ein bisschen unterdimensioniert ist. Da werde ich dann auch im Frühling wieder auf einen Magic Mary gehen, weil das einfach der Reifen ist, den ich am meisten vertraue und dann habe ich auch am meisten Spaß, weil ich es einfach gut krachen lassen kann auf dem Trail. Ist aber jetzt für den Winter eine geile Variante. Es ist quasi die Mini-Variante vom Magic Mary, wenn man so möchte, von der Stollenanrichtung und er fährt sich sehr ähnlich, nur dass quasi von der Range her das Limit ein bisschen weiter unten angesetzt ist, aber dafür rollt er deutlich leichter, rollt deutlich schneller und geht auch eben entsprechend leicht bergauf. Die Trinkflasche von Fitlock. Es ist ein Teil, was man nicht missen sollte, denn sieht gut aus, vor allen Dingen, wenn man keine Flasche im Rad hat, dann sieht das Fahrrad einfach noch schön aus. Die Flasche geht nicht verloren, man hat einen Deckel, um den Dreck quasi vom Mundstück wegzulassen und einfacher Ein- und Austrägmechanismus. Also wer es noch nicht kennt, bin großer Verfechter von den Fitlock-Flaschen. Die entwickeln stetig weiter. Ich habe eine enge Zusammenarbeit mit denen und die verbessern hier die Verbindungen zwischen Flasche und dem Connector und sind stetig am Weiterentwickeln, im engen Austausch mit den Fahrern. Ist einfach eine coole Brand, kommt aus meiner Heimatstadt Hannover und ja, dafür mache ich gerne Werbung. Dann kommen wir zu einem nächsten Punkt. Wichtiger Punkt sind Klickpedale. Viele haben mich gefragt, warum fahre ich jetzt zur Hölle wieder Klick? Ich bin eigentlich die ganze Zeit flat gefahren. Ja? Gutes Thema, tatsächlich wenig Federweg. Man fährt in Rausterer, wird schnell vom Rad vibriert, runtergeworfen. Dementsprechend bin ich dann Fan von, wenn man nicht tricksen will, nicht gymmen will, ein Fan von Klickpedalen. Und die funktionieren extrem gut. Die sind auch wieder leicht. Sehr teuer, kann ich verstehen, wer das Argument bringt. Das sind die Mallet DH11 mit Titanachse. Da spart man sich doch das ein oder andere Gramm. Aber schauen auch ein bisschen gut aus mit dem Gold und so. Ja, ist teuer. Also die normalen Mallet DH tun es auch. Ist kein qualitativer Unterschied, außer das Gewicht. Helix-Kassette, E13 Helix-Kassette, wo wir im Antrieb sind, ist die Weiterentwicklung von der TAS-Kassette und die ist 50 Gramm leichter als der Vorgänger. 50 Gramm Alu, was man weggefräst hat, was ich persönlich man deutlich spürt am Hinterrad, weil es ungefederte Masse ist. Das heißt, wenn man an der Narbe oder generell am Laufrad 50 Gramm oder 100 Gramm spart, merkt man das extrem, weil es ungefederte Masse ist. Das heißt, die sich ständig bewegen muss und das macht das Rad deutlich agiler und laufruhiger. Meine Reden. Sattelstütze fahre ich die E13 Vario. Ich weiß jetzt nicht, ob es Infinity oder Infinite heißt. Da kann man mich drauf festnageln. 180 mm Hub. Man kann die verstellen stufenlos oder nicht stufenlos, aber in kleinen Stufen. Da schraubt man das hier unten auf und kann sich die anpassen an die jeweilige Höhe. Das bedeutet, man kann hier unten einfach so ein Ding rausziehen und dann kann man sich dieses Teil hier in die richtige Position drehen, um den Hub zu verringern von 180 in kleinen Stufen, in kleinen Schritten zu 150. Und dann gibt es unterschiedliche Hübe, die man generell sich besorgen kann. Und dann kann man die passende Sattelhöhe für die passende Rahmenhöhe bekommen. Ich würde sagen, wir machen noch, ich würde erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieser Bikecheck hat euch gefallen. Alle Fragen, droppt sie sofort in die Kommentare und ich werde auf die meisten entweder hier eingehen, also im Schreiben, oder ich werde sie mündlich beantworten, so wie ich mich jetzt noch um Q&A vom letzten Video kümmern werde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich echt gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr jeden Sonntag einschaltet. Meine Klickzahlen sind im Moment so ein bisschen semi, das zieht mich ein bisschen runter. Ihr könnt mir ja gerne mal verraten, warum, wenn ihr wisst, warum. Kanal abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Setup-Details findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, habe ich schon gesagt. Auf Wiedersehen. Tschüss. Also ich habe von euch den einen oder anderen Vorschlag bekommen über Trails und Areas, die man besuchen könnte im Februar, März, wo es von der Schneelage dann wieder geht, weil hier liegt echt immer viel Schnee. Von daher vielen Dank dafür. Den einen oder anderen werde ich mir zu Herzen nehmen.
Freiburg zum Beispiel, die Rinne bei Darmstadt, Nordschwarzwald. Eine sehr häufig gestellte Frage ist tatsächlich, welche Smartwatch ich benutze. Und meine Uhr ist, glaube ich, 3 Jahre alt. Es ist die Garmin Fenix 5X. Die ist tatsächlich recht teuer in der Anschaffung. Ich glaube, die hat 700 oder 800 Euro gekostet, hat aber damals die längste Akkulaufzeit gehabt und ist so ein bisschen unzerstörbar, was für mich durchs Paddel ganz wichtig war. Die hat ein Pulsmesser integriert, GPS, man kann Karten drauf laden, man kann sich sogar navigieren lassen von der Uhr, wenn man kein Handyempfang hat, was ich manchmal genutzt habe in Neuseeland oder so. Von daher eine geile Uhr, kann ich empfehlen, aber ich glaube, es gibt günstigere Varianten, die mittlerweile genauso viel können wie die Uhr von vor 3 Jahren. Tipps gegen Schmerzen in den Fingern, schreibt Jan Stocker. Dazu kann ich sagen, schau mal auf der SQLab-Seite vorbei. Ich habe eigentlich keinen Deal mehr mit denen, aber tatsächlich so, die haben im Prinzip die 3 Schmerzpunkte, was Handgelenke und Fingereinschlafen angeht, definiert. Also Handgelenkschmerzen, wenn der kleine Finger einschläft oder wenn so der Daumen-Zeigefinger einschläft, da gibt es unterschiedliche Ursachen. Kann mit dem Sweep zu tun haben, also mit dem Backsweep, dass du zu wenig Backsweep hast, kann mit dem Griff zu tun haben, dass du zu kleine oder zu große Griffe fährst. Generell vom Armpump kann ich dir sagen, einfach lockerer fahren. Das ist der Tipp, der am meisten hilft, das glaubt immer keiner, aber wenn man sich bewusst macht, locker zu bleiben und nicht den Lenker kaputt greifen zu wollen, sondern eher wie so eine Eiswaffel in der Hand zu halten, das entspannt deutlich und hilft gegen Armpump, war mein Schlüssel zum Erfolg, zum Beispiel bei Rennen wie Weltcup Val d'Isole. Sonst schafft man es nicht ins Ziel. Pesa Film Festplatte fragt, wie macht ihr das mit Biken und Hund? Lasst ihr ihn einfach im Camper oder läuft der mit? Und der Oreo ist ein Trail Dog, ich verlinke euch ein Video. Aber größere Touren lasse ich ihn im Camper, weil wir doch dann irgendwie 20, 30 Kilometer machen und er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, da nehme ich ihn nicht mit. Was ich gerne mal mache, ist, dass ich ein bisschen früher aufstelle als die anderen und dann ein, zwei kurze Runden fahre, so eine halbe Stunde mit ihm Fahrrad fahren gehe, dass er ausgepowert ist, lasse ihn dann die paar Stunden, solange wir Mountainbiken sind, im Auto und dann ist eigentlich alles easy. Der Oreo ist aber auch jemand, der ein Problem aus dem Auto lassen kann, also er legt sich dann auf sein Körbchen oder aufs Bett und chillt und schläft einfach, das habe ich schon gecheckt mit einer Kamera. Das muss man dazu sagen und ich lasse den Hund, also wirklich so allerhöchste Eisenbahn sind 6 Stunden, dann muss er wirklich raus und länger als 3-4 Stunden sind wir eigentlich eh nie unterwegs mit Mountainbiken. Worauf man wirklich achten muss, ist Temperatur. Da muss man, ich meine aber, wenn man einen Hund hat, dann hat man da Verantwortung für. Dann checkt man halt, okay, wie warm wird es im Camper, wie kalt wird es im Camper, oh, friert er eigentlich eher so. Und da muss man einfach ein Auge für haben und dann kriegt man das eigentlich ganz gut geregelt. Und ansonsten kann man halt die Tour nicht fahren oder muss das Auto umparken. Also da geht die Sicherheit des Hundes auf jeden Fall vor. Felix Granas hat geschrieben, ich finde die Videos, in denen du so viel erzählst, mega, war eine richtig gute Mischung aus Biken und drumherum. Frage an euch, seht ihr das genauso? Mehr reden? Also ich habe ja in der Vergangenheit immer viel Fahrrad fahren und versucht wenig zu reden, vielleicht ein bisschen mehr reden. Du kannst immer über Hardtails reden, du fährst zum Beispiel krasse Trails auf 120 mm Fully. Toll, warum also nicht auch auf einem Hardtail? Und da habe ich schon viel mit Leuten drüber gesprochen, Winterfahrrad, ein Hardtail, ist das cool oder ist das nicht cool? Ich persönlich würde dann eher zu sowas raten, weil mit einem Hardtail bist du sehr limitiert. Es ist einfach zu putzen, es ist einfach zu handeln, es ist ein geiles Rad, es ist ein gutes Rad, gute Schule, um zu trainieren, aber sind 120 mm auch und der Einsatzbereich von so einem Rad ist doch deutlich höher oder der Einsatzbereich ist deutlich breiter als mit einem Hardtail. Und ich persönlich finde, dass der Unterschied zwischen einem kleinhubigen Rad zu einem normalen Enduro geringer ist. Das heißt, man kann das Wissen irgendwie besser transferieren, meines Erachtens. Und es ist nicht so komplett anders wie von Hardtail zu Enduro. Also ich bin eher ein Fan von kleinhubigen Trailbikes oder auch Cross-Country-Bikes im Winter als von Hardtails. Ist aber natürlich auch eine Preisfrage, ne? Also keine Ahnung, ob man sich jetzt für den Winter ein extra Fahrrad hinstellen kann. Ich würde es nicht wollen. Ich kriege das Ding umsonst, aber einige Fragen. Oder der Chris Mail hat geschrieben, die Kamera ist krass. Wo war die montiert? Und ich denke, der Stabi war aus. Der Stabi war tatsächlich an, aber was ich gecheckt habe, ist, mein Brustgurt war ein bisschen zu locker. Das heißt, die schlackert dann und das schafft der Stabilisator nicht. Und man muss dazu sagen, ich stempel die Trails schon auch gerne runter. Also die Videos sind nicht vorgespult. Ich habe mir sagen lassen, dass es bei dem einen oder anderen YouTube der Fall ist, YouTube-Video, dass da mal vorgespult wird, damit es krasser aussieht. Das erkennt man aber eigentlich immer am Staub, dem Wind und auch den Fahrgeräuschen oder auch den Leuten, wenn sie was sagen oder rufen. Diese Videos sind alle real abgespielt und ich habe aufgerüstet auf die neue GoPro.
Also die Videos sollten in Zukunft noch ein bisschen geiler werden. Ich bin aber ein größerer Fan von Chest Mount, weil man einfach mehr vom Fahrrad, mehr von der Action sieht. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr so viele Fragen gestellt habt. Ich hoffe, ich konnte einige von euch beantworten. Ansonsten schreibe ich euch zurück. Fühlt euch frei, auch hierzu einige Fragen zu stellen oder Anregungen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.